Hallo zusammen, salve a tutti. Mein Name ist Christian Schlegel. Wir haben Freitag, den 3. April und der DAX handelt noch. Ich fange diesen Film an um 17:18 Uhr. Wenn der bei Ihnen auf den Tisch liegt, das dauert mit Sicherheit eine Stunde mit dem ganzen Rendern und Reinstellen und Hochladen und Kürzen und Schneiden und allem Möglichen. 17:18 Uhr ist im Moment und der DAX handelt bei 9.530 in dieser Sekunde. Ich muss sehen, das ist der DAX, der Chart auf Tagessicht, sprich eine Kerze, ein Tag. Ich muss dir mal hier zeigen, was aussieht wie ein absolut perfekter Doji, ist auch einer, allerdings in der Mitte des Kursgeschehens. Dojis sind dann gefährlich, wenn sie auf Hochpunkten sind oder auf Tiefpunkten, ist er nicht. Nichtsdestotrotz, wir haben im Moment Eingangskurs gleich Ausgangskurs und das ist natürlich dann die gute Basis für einen Doji. Wir haben heute eine Handelsspanne von 160 Punkten gehabt. Das ist eine relativ geringe Volatilität heute von 28%. Der VDAX ist, glaube ich, bei 48%. Der war, wenn ich es richtig gesehen habe, bei 94 hoch. Das ist dann schon fett. Aber jetzt mal diese kleine Kerze hier schauen, das ist schon richtig eine Arbeitsverweigerung. Aber die Kerze hat im Moment eine ganz erstaunliche Besonderheit. Da muss man mal genauer hinschauen. Das ist die erste Kerze seit Wochen, die über der 20-Tage-Linie schließt, wenn wir denn drüber schließen. Die 20-Tage-Linie, ich habe sie heute bei 9.500. Das hängt natürlich ganz davon ab, ob Sie ein System nehmen, was Xetra-Kurse macht, was ich versuche, oder Kurse, die irgendwann in der Nacht noch irgendwo hin und her gesprungen sind. Wie dem auch sei. Fangen wir mal mit den Bändern an, so wie ich das immer mache. Die Bänder gehen enger zusammen. Das ist soweit schön. Ich glaube, wenn ich das hier so sehe, und wir sind von 8.269 ist das untere und 10.675 wage ich jetzt mal die Aussage, dass wir uns in der nächsten Woche, wenn nichts irgendwie Gravierendes passiert, innerhalb der Bänder bewegen werden. Ich glaube nicht, dass wir nach unten rausspringen. Ich glaube aber auch nicht, dass wir nach oben rausspringen. Rein vom Chart her habe ich nach wie vor zwei Punkte. Das eine ist hier 10.141. Das ist der eine. Und unten ist es halt dieser kleine Doppelboden hier bei 8.242. Also wir sind grundsätzlich ziemlich neutral. Das wird auch bestätigt über das MACD. Das Histogramm ist ganz leicht schwächer. Ganz, ganz leicht. Aber wie gesagt, wir schließen auch über der 20-Tage-Linie hier. Das eine hebt das andere ein bisschen auf. Von der Stochastik sind wir leicht negativ. Das ist nicht mehr das Extremniveau, was wir hier haben, aber wir haben definitiv ein Verkaufssignal. Es ist also für mich ist der Markt hier insgesamt ziemlich neutral. Fibos habe ich gar nicht angelegt, weil wir hier keine Fibos irgendwo hier in der Nähe haben. Ja. Der nächste echte Bezugspunkt außer diesen 10.141 ist für mich das Gap, was wir hatten vom, das war der 11.3., so im Bereich 10.430. So, normalerweise komme ich jetzt mit den Optionsscheinen und heute mache ich das mal ein bisschen anders. Ich will Ihnen nämlich eine andere Geschichte zeigen, wie man sowas finden kann. Nicht jeder von Ihnen hat den von mir sehr präferierten Trader Fox und dann kann man gehen über und Vista. Das ist eine Möglichkeit. Ich will Ihnen eine ziemlich neue Geschichte zeigen, die gibt es jetzt seit ein paar Wochen. Da haben sich die Goldman-Jungs was rausgetraut. Wenn ihr auf die Seite geht, gs.de, geht auf Produkte, dann bekommt ihr hier zwei Sachen, Kategorie und Basiswert. Sagen wir mal Kategorie Knockouts. Und Basiswert nehme ich jetzt mal den DAX. Gebt dann einfach drückt drauf und gebt dann ein den DAX. Daraufhin kommt der DAX. Und jetzt kann ich hier einstellen, was will ich denn für eine Richtung haben, weil das sind nämlich alle möglichen Scheine jetzt hier. Ich möchte gern den Call suchen. Ich richte mich jetzt nicht nach dem Hebel, aber ich möchte den Knockout suchen. Knockout müssen wir jetzt mal den Level finden. Ich kann im Moment keinen Schein nehmen, der hier zu nah dran ist. Das hat auch den Grund, dass die Scheine, die einen deutlich höheren Hebel haben von 15, im Moment nicht so optimal gepreist werden. Das springt schon hin und her wie so ein Derwisch im Kasten. Deswegen sind so die Scheine mit dem 10er Hebel, die sind schon besser im Sinne von permanent deutlich besser gepreist. Ich möchte gern hier runtergehen und da bin ich so in dem Bereich unter der 8.950. Ich hole mir wieder das Tuch hoch und sage einfach, gib mir bitte die 8.950. 8.950 und zeig mir mal die ganze Range bis zu 8.975. Drücke auf Enter. Typ.
Ich will ohne Stop-Loss haben. Ja? Mit Stop-Loss, das sind die, die dann hier dann noch irgendwie 100 oder 200 Punkte, je nachdem, dazwischen haben, zwischen dem Knockout und der Basis. Ich will die ohne Stop haben. Finde ich auch momentan in diesem Markt, das ist eher meine Geschichte. Laufzeit. Ich präferiere die Open-End-Scheine. Kann ich mir alles aussuchen. So, jetzt gibt es hier Prämienpunkte. Dazu möchte ich mich an dieser Stelle noch nicht äußern. Das überlasse ich mal selbst. Es gibt hier oben Prämien, hier gibt es Prämienpunkte. Und hier vorne sehen Sie einen Unterschied. 5 Punkte, dann gibt es von anderen, das ist die ganzen Goldman-Sachen, dann gibt es von anderen Emittenten, die hier auch genannt werden. Das ist nämlich das Besondere. Gibt es dann einen Punkt. Wenn ihr dann jetzt ein Goldman-Produkt handelt, gibt es dafür 5 Punkte. Und das kann man dann irgendwann in Bargeld umtauschen. Aber das ist eine andere Geschichte, kann man sich aber hier oben drüber durchlesen. Dann Emittenten. Ich kann auch alle auswählen. Oder ich kann es lassen. Ich kann nur einen nehmen. Ich lasse das jetzt einfach so, wie es da steht. Und jetzt sage ich mal hier diese 8970er und der gefällt mir in der Tat recht gut. Ist momentan recht eng gesetzt. 2 Cent. Den gucke ich mir an. Ich drücke drauf. Ich bekomme hier nicht nur die Kennnummer, was ich haben will, sondern auch den Abstand zum K.O. Ich sehe hier auch den Preis. So. Und dann habe ich hier den Chart, den ich verschiedene Kriterien einstellen kann. Das ist relativ altbekannt. Jetzt kommt das Neue. Das ist hier unten. Hier unten wagen sich die Goldmänner ganz schön was. Und zwar vergleichen sie ihre Produkte mit denen von allen anderen Marktteilnehmern. Das sind diese Prämienpunkte, was ich eben sagte. 5 Punkte für die Goldman-Produkte. Hier ist der Hebel. Und dann werden die verschiedentlich, hier rutscht jetzt gerade ein bisschen aus, werden die verschiedentlich miteinander verglichen. 8970, 8982, 8975 und so weiter. Kann man genau sehen. Man sieht den Spread für die Geld- und Briefkurse, zwischen Geld- und Briefkurse. Man sieht den Geldkurs und kann ihn dann auch vergleichen mit den Mitbewerbern. Ja? Das ist also dieser Geld- und Briefkurs, der oben gezeigt wird. Ich kann das hier nach dem Geldkurs oder auch nach dem Kaufkurs, wie es hier so schön heißt, kann ich das vergleichen. Da kann man das genau anschauen. Ich bleibe hier, weil ich muss das auf den ersten Blick, sehe ich das. Das sieht eigentlich recht gut aus. Ich bleibe bei diesem Emittenten. Ich bleibe bei Goldman. Ich habe nach wie vor damit sehr gute Erfahrungen gemacht. Natürlich in den extrem schnellen Märkten. Kann man, das will ich auch mal an dieser Stelle sagen, kann man von einem, von welchem Emittenten auch immer, nicht erwarten, dass der permanent die engsten Preise hat. Das geht nicht. Wenn man hier teilweise reinkommt und dann sind dann Gaps von mehreren hundert Punkten gewesen, ich gehe davon aus, dass sich das jetzt ein bisschen reduzieren wird, von mehreren hundert Punkten gewesen und mehrere hundert K.O.s knallen durch, dann haben die auch ein Problem mit dem Hedge. Also ich sehe das denen nach, deswegen ich empfehle Ihnen, gehen Sie nicht zu nah ran mit der Basis, gucken Sie mal, ein 10er-Hebel muss es auch tun. Aber wir hatten vorhin über die Volatilität gesprochen, die kann natürlich auch dementsprechend ein bisschen runterkommen und dann werden also auch die 12er, 14er, 16er Hebel wieder interessanter. Ich bleibe jetzt bei diesem Schein und der Schein meiner Wahl ist eben von Goldman, die GC1AQH, GC1AQH, das ist ein 8970er K.O. Call, Open-End-Laufzeit. So, und jetzt suche ich den Put. Ich gebe hier die Richtung vor und sage Richtung Short. Ich nehme diesen Stopp raus. Den Rest kann ich lassen. Jetzt gucken wir mal, wo würde ich einen Put setzen? Ich bin nach wie vor der Meinung, dass das hier schon ein fetter Widerstand ist. Dieses 10.164. Das Anknabbern ist möglich. Ich möchte hinter dieses Gap gehen. Hinter 10.400. Und jetzt gehe ich wieder auf das Tool. Hinter 10.400 heißt Knockout. 10.425 zu 10.450. Hier haben wir jetzt dann dementsprechend die ganzen verschiedenen Scheine. Ich möchte einen nehmen, der relativ nah dran liegt an der 10.400. Und dann nehme ich jetzt von denen, die ich ausgesucht habe, von den 10.425, ich nehme den hier. 10.427, das ist ein 10er Hebel, es muss reichen, ja. Schön gepreist, 2 Cent, diesen hier. Auch hier gilt wieder, ich klicke drauf und hier unten kann ich dann vergleichen mit den verschiedenen anderen Emittenten. Ja, also das finde ich schon bemerkenswert, dass die es trauen. Das ist ja kein, das ist eine Bank, das ist ein Emittent, das ist ja nicht ja, ein Vista, ein Service Provider, sagen wir es mal so. Wir bleiben also jetzt hier bei dem hier. Das ist ein 10.427er Put. Das ist die Kennnummer GC0BAM. GC0BAM. So. So, mal kurz zurück zum Chart. Das ist also für mich der Widerstand. Hier oben muss ich mich stoppen
also über dem Gap. Und der Call, der liegt jetzt hier drunter. Ich halte den Markt für neutral mit leicht negativen Avancen. Ich könnte mir vorstellen, dass der Montag nochmal runtergeht, dass sich das hier alles ein bisschen ausbaut nach unten und dass dann vielleicht der sogenannte Turnaround Tuesday vielleicht wieder greift. Heute hier und jetzt muss ich nichts long oder short sein übers Wochenende. Ich bleibe halt auch mal glatt. Das ist auch mal ganz gut. Ich wünsche euch ein Happy Trading und fette Beute. Bleiben Sie gesund. Bye bye. Ciao.